Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mein Name ist LP Storm und wir spielen heute mal eineinhalb Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Herzlinde. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. Neustart. Prinzessin Herzlinde, so warte doch! So langsam heute, Lanze? Einen feinen Bodyguard habe ich da. Wie willst du mich denn so beschützen? Geht es dir nicht gut? Ich weiß auch nicht. Endlich sind wir alleine, was? Mir ist so seltsam. Sag mal, Lanze, wie findest du mich eigentlich? Mir ist schlecht. Nicht schlecht? Nee, mir ist schlecht. Oh. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Du trinkst doch sonst nie, wenn du im Dienst bist. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh, ich auch. Was? Guck mal, wer da kommt. Ach, das noch. Graf Luitpold Trumpf. Ja, glaub ich's denn? Das ist doch die Prinzessin, meine zukünftige Braut. Das können Sie sich in die fettigen Haare schmieren, Graf. Ich werde Sie niemals heiraten. Ja, es war dumm vom König, mir diesen Gefallen auszuschlagen. Er wird schon sehen, was er davon hat. Immerhin wissen wir doch alle, wie es um seine Finanzen bestellt ist. Das ist doch... Sie haben das Mädchen gehört, Graf Trumpf. Lassen Sie sie die Finger von ihr. Ja, glaub ich's denn? Das ist doch dieser Bodyguard, Ritterlunte. Ritterlanze. Ritterlinse? Ritterlanze. Danke, Herr Melinse. Herr Selinde. Ihr seid ja betrunken. Es war nur Wasser. Der König spricht in den höchsten Tönen von euch. Wie er wohl reagiert, wenn er hiervon hört? Jemand hat mir da was reingemixt. Der Leibwächter betrinkt sich mit der Prinzessin, statt auf sie aufzupassen. Herrlich, herrlich, herrlich. Dieses miese... Arschloch? Herzlinde! Ist doch so. Komm, lass uns jetzt nach Hause. Du kannst ja in der Kutsche mitfahren. Aber Prinzessin, das geht doch nicht. Ich bin doch im Dienst. Ach, Lanze, du bist immer so ehrenhaft. Kannst du denn überhaupt noch reiten? Kannst du noch reiten? Was für eine Frage. Komm schon. Ja. Kannst du noch reiten? Na, natürlich kann er das. Jetzt zeigt er erstmal, wo der Frosch die Loggen hat. Und ja, macht erstmal einige Posen und knallt gegen den Ast. Da ist der schwarze Ritter und entführt jetzt die Prinzessin. Kapitel 11, ein Königreich für zwei Pferde. Wo bin ich? Was ist passiert? Was passiert ist? Nicht zu fassen. Du hast dich die ganze Nacht betrunken, anstatt auf die Prinzessin aufzupassen. Und nun... wurde sie entführt. Herzlinde? Entführt? Ja, entführt. Vom schwarzen Ritter. Mann, der König ist ganz schön sauer. Eigentlich ist das ein klarer Fall für Tod durch Folter. Aber ich glaube, er überlegt gerade, ob ihm noch etwas Grausameres einfällt. Oje, oje. Das ist alles meine Schuld. Ich muss hier unbedingt raus, damit ich Herzlinde retten kann. Ja, dann wollen wir das auch mal in die Tat umsetzen, gell? So, wir können uns jetzt mit der linken Maustaste können wir uns hier jetzt frei bewegen. Und sind jetzt sozusagen erstmal im Kerker eingesperrt und müssen uns den Weg nach draußen bahnen. Oh, eine Gegensprechanlage. Wo ist er hier? Erdell. Gut. Mit der linken Maustaste können wir
die Personen ansprechen und dann können wir hier auswählen, sprechen, nehmen. Und das ist dann auch irgendwie sowas, was er sich dann selbst im Bad murmelt. Wir sprechen jetzt erstmal den Adel an. Hallo? Ah, ein neuer Mitbewohner. Willkommen in den Lower East Side Schlossarkaden. Lower East Side Schlossarkaden? Ja, sehr viel lower. Ich heiße Lanze, Ritter Lanze, wer bist du? Na gut, wir stellen uns dann erstmal vor. Ich heiße Lanze, Ritter Lanze, wer bist du? Mein Name ist Ritter Edmund. Edmund? Ich habe noch nie von dir gehört. Ich war beruflich viel unterwegs, Immobilienbranche. Falls du ein neues Domizil suchst, bist du bei mir genau an der richtigen Adresse. Immobilien? Na klar, ich mache dir auch ein Sonderangebot. Von Ritter zu Ritter. Er sieht mir aber jetzt irgendwie nicht aus wie ein Ritter. Gut, das sei aber mal im Raum gestellt. Warum hat man dich eingesperrt? Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Lass dich nicht stören. Gut, ich frage ihn mal, warum sie ihn eingesperrt haben. Warum hat man... Noch nie in der Schildzeitung über mich gelesen? Das war eigentlich nicht das, was ich... Tja, ich bin eher einer von diesen bescheidenen Rittern. Im Grunde wird meine Bescheidenheit nur noch von meiner Ritterlichkeit übertroffen. Okay, von deiner Ritterlichkeit. Wer glaubt, wird selig. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Gut, dann fragen wir ihn das mal. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Ein Ausbruch? Sag mal, spinnst du jetzt? Haben wir nicht schon genug Ärger? Aber ich muss hier raus. Die Prinzessin ist in großer Gefahr. Deinetwegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein Grund mehr. Ich bin für all das verantwortlich. Sag mal, was läuft da überhaupt zwischen dir und der Prinzessin? Hast du sie geschwängert oder was? Ein weiteres Wort über Herzelinde und ich. Huhuhu, ganz schön dünnhäutig. Na los, komm schon. Es bleibt auch unter uns Rittern. Ja, das ist wohl ein Wunderpunkt. Du bist definitiv keiner. Du bist definitiv kein Ritter. Das rieche ich 10 Ellen gegen den Wind. Oh, wirklich? Nur für die Zukunft. Womit habe ich mich verraten? Zukunft? Wir haben keine Zukunft. Also gut. Mein richtiger Name ist Erdal. Na geht doch, ich bin Lanze. Servus. Wozu die Scharade? Naja, du musst zugeben, einem Erdal kauft niemand eine Burg ab. Ritter Edmund schon. Und die Mägde stehen drauf. Du bist Abschaum. Okay, er heißt Erdal und nicht Erdal. So. Was können wir hier noch machen? Wir können ja mal uns mit dem Gerät, Gegensprechanlage. Ich spreche mal mit der Gegensprechanlage. Hallo? Hier ist die Zellenküche. Was gibt's? Ich habe Hunger. Na, jetzt schlägt's aber 13. Ihr habt doch noch was zu essen. Aber... Wir sind doch hier kein Salatbuffet, wo man von allem mal abbeißt. Oder kurz drüber leckt, bevor man den Rest einfach wieder zurücklegt. Entschuldigung. Esst erstmal auf, bevor ihr einen Nachschlag ordert. Ja, ich hab's ja verstanden. Dann ist aber gut hier, ne? Wir werden von so einem kleinen Brot doch nicht satt. Brot, denn... Nein, danke. Ich brauche meine Zähne noch. Okay. Schwer zu sagen, wie alt dieses Brot wirklich ist. Aber irgendwer hat das Bild von einem Mammut in die Seite gemeißelt. Was, in ein Brot? Ein Mammut? Können wir das denn einpacken? Ja. Gut, wir haben es eingepackt. Also mit Rechtsklick kann man hier das Inventar aufrufen. Oh, da haben wir jetzt auch das Brot drinne. Und wir haben einen Zeichenblock mit Herzlinde drin. Okay. Ja, das Inventar hat keine Einschränkungen oder geschweige irgendwelche Platzmangel. Man kann damit so viel um sich mit sich führen, wie man will. Also da ist nach oben alles offen.
So, dann quatschen wir nochmal mit dem Dings. Vielleicht wow, kriegen wir jetzt was Neues. Hightech. Das Geld hätten Sie lieber mal in Sitzmöbel investieren sollen. Hallo? Hier ist die Zellenküche. Was gibt's? Ich habe Hunger. Was? Schon wieder? Naja, ich habe einen Bandwurm. Ah, wer nicht? Was soll's denn diesmal sein? Wer nicht? Na, ich nicht. Ich glaube, ich probiere mal das Hühnchen. Habt ihr auch Torte? Ich hätte gern ein kleines Glas Wasser. Meine Kehle ist so trocken. Fluten, Schleichfahrt, beide Maschinen außer äußerste Kraft zurück. Ah ja. Okay, was haben wir hier noch? Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich glaube, wir nehmen mal das Hühnchen, wa? Das irgendwie hört sich irgendwie interessant an. Ich glaube, ich probiere mal das Hühnchen. Ah, einmal das Tagesgericht Henkers Mahlzeit also. Wie hättet ihr das Hühnchen denn gerne? Gut durch, Medium, Englisch. Eigentlich habe ich keinen Hunger. Wir nehmen Englisch. Englisch. Einmal das Salmonellennest. Kommt sofort. Okay, Salmonellen. Oh, das sieht aber auch ekelhaft aus. Igitt, nein, das lebt ja fast noch. Hat es mich eben angeblinzelt? Ha, mit Sicherheit. Es hat ja auch bestimmt noch Augen. Ah, gut, wir konnten es einpacken. Könnten wir eigentlich nochmal? Hallo? Hier ist die Zellenküche. Was gibt's? Ich habe Hunger. Was soll's denn diesmal sein? Nochmal ich glaube, Hühnchen? Ich probiere mal das Hühnchen. Ah, einmal das Tagesgericht Henkers Mahlzeit also. Wie hättet ihr das Hühnchen denn gerne? Gut durch. Gut durch. Einmal die Kohlenplatte. Kommt sofort. Kohlenplatte. Jawohl, das sieht doch schon mal besser aus. Gut. Okay, jetzt haben wir zwei Hühnchen drinne. Ja, mit der Leertaste kann man gucken, wo was sein könnte, wo was man machen könnte und so weiter. Gut, an der Stelle machen wir erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.